eigentlich das nicht. Ist das eigentlich keine schlechte Kombination? Dann Organ, dann Sammelbereich. Zweimal und es geht weiter. Weil jetzt wird eigentlich nur noch bei Kontakt alles aktiviert. Und das ist mit den Dingern nicht unmöglich. Yo. Yo, die nur noch gibst du noch so einen Schaden. Mein Kerl mit ein Statuskombination machen mit Gift mit Verlangsamung. Und ja, das ist schon ziemlich mächtig. Also von daher, sollte man diese Organe nie unterschätzen. Und das war bestimmt, also das sind eins der besten Organe meiner Meinung nach. Ja, damit kann ich schon mal mehrere in einer Reihe. Aktiviert das Organ, wenn das dritte Organ ein Boss oder beiträgt. Sobald ein okay. Schock ist auch so eine Sache. So. Weil nämlich das mit den in Kombination auf Schock. Gift. Nee, das muss ich dann anders machen. Dann wirst du aktiviert, bei Kontakt wird dann Gift aktiviert. Ach nee, du bist ja nur diese einmal stapelbare. Dann mache ich Explosion. Weil auch bei Gift ist es entweder nur einmal stapelbar oder mehrmals. Und ich brauche halt das mehrmals stapelbare Gift, um ein bisschen besser zu spielen. Yo, also die Hammer sind zwar eine Nahkampfwaffe, aber die machen mit den Schusswaffen ordentlich was weg. Also die können ordentlich was austeilen, was die Gesamtanzahl an Gegnern ordentlich reduziert. Oh, Schrödinger, du bist zwar schlecht, aber du bist aber dafür eine gute Sache. Ein blauer mit 139. Ja. Statt dann nehme ich das mit rein. Weil sobald ein Gegner unter den Leben, unter 9% seines Lebens fällt, stirbt er instant.
Sammelbereich zweimal Organseltenheit zweimal. Und es geht weiter. Yep. Genau. So. Weil dadurch sterben die Gegner instant. Und nur durch die Berührung werden die anderen Sachen mit ausgelöst. Wenn du dadurch dann halt unter 9% durch, dann nochmal durch den Schlag mit der Keule kommen, gehen sie natürlich instant drauf. Das ist halt die Kombination, die ich hier jetzt gerade ausspiele. Und ja, das Sammelbereich ist maximiert. So, der Kill-Speed, zweimal getroffen. Das mag ich überhaupt nicht. Stapelbar. Na, ich nehme ich dann so mit. 32. Wenn ich das so mache, kann ich Gift. Ja,
zwei von denen zu haben, ist natürlich ohne Gehirnkapazität für 800 natürlich schon ein bisschen schwierig, aber jo. Ja, die sind stärker, aber dafür langsamer. Das merkt man. Das merkt man wirklich. Aber dafür gibt es halt das Gift. Okay, nein, das war keine gute Idee. Nein, das merke ich jetzt auch natürlich. Ja, ich glaube, jetzt kommt auch kein Boss mehr. Ja! Super, und kein Killspeed. Shit. Ja, das war's. Das war's wirklich. Verdammt. Oh Mann. Das ist ja ätzend gewesen. Ich hab kein Killspeed. Oh Gott, ich muss dann auf langsamer. Okay, ich muss jetzt mehr drauf achten. Genau so. Okay, ich habe schon. Okay, jetzt zu Anfang schon das mit den 200ern. Jo. Und sobald das Ding eintrifft. Okay. Also mehr Glück konnte ich jetzt wirklich nicht haben. Zwei Level sind schon zwei gute Sachen. Zwar etwas langsamer, aber dafür kraftvoller. Wobei gleich zwei Sachen aktiviert werden, ist das dann richtig gut. Weil jetzt habe ich schon den Stern. Okay. Yeti bringt mir nichts. Tötet bringt mir was. Ja, minus F Bewegungstempo. Einmal stapelbar. Nämlich die Blitze. Weil dann kann ich nämlich die Blitze bei Treffern. Kann ich den machen. Und bei Kill kann ich jetzt nichts machen, weil ich halt kein Organplatz habe. Das alles ist doppelt teuer wegen dem. Und ich sollte auch ein bisschen sparen, weil halt die auch plus 20, ich glaube plus 20 oder plus 30%. Aber boah, das geht ja
hierbei ja schon klar, dass man... Okay, ja, jetzt habe ich in der dritten Runde noch einen Killspeed. Mit den, dazu noch Blutkoralle und unendlich steckbarer Skill. Okay. Und das Schwert. Da mache ich dann leider jetzt das Gift rein. Bei Kill wird der ausgeführt. Das ist eine Sache, die ich nicht verstreichen lassen darf. Bei Gift und dazu dann noch die Kombination ist schon gemein. Weil Gift wirkt immer und durch die doppelte Aktivierung wirkt halt beides gleichzeitig. Ja, jetzt bin ich halt auf den höheren Runden gespannt, ob ich da dann auch noch den hohen Killspeed habe oder nicht. Das ist bei mir die andere Sache. Der Sonnenrad ist jetzt auf jeden Fall schon mal gefragt. Yeti? Ah, du bist mit langsam. 24 Schaden. Der Dame. Du bist 84 Schaden. Yo. Ist das nur... Okay, du hast 93. Aber ...64, das ist schon mal besser. Zusätzliches Leben. Das ist auf jeden Fall eine der wichtigen Investitionen. So, genau, weil dadurch, weil wenn der Blitz nämlich fehlt und dazu dann noch mehr Blitze ausgeführt wird, ist ja schwachsinnig. Bei Treffer den Blitzangriff ausführen, das ist ja wenigstens noch eine logische Sache. Aber nicht in der Kombination, die ich davor hatte. Ja, Gift ist schon mal gut. Ja, der Blitz macht auch gut schon seine Arbeit. Okay. Kritisch trifft. Die Flügel. Tempo. Und Sammelbereich noch mal höher und Organ seltener. Das ist auf jeden Fall die Sache wert. Weil dadurch sammelt man halt alles besser ein. Auf
blau. Und wenn man blaue Sachen noch mehr macht, ja, je effizienter die sind, umso besser, umso mehr Schaden machen die ja auch. Ne, blau ist ja das erste. Blau sind ja die Hörner und das andere ist ja schon grau. Nur grau. Das ist ja schlecht eigentlich. Bei Grau, Blau mit Effizienz wie doppelt Blau oder Gold. Nee. Sobald das Gegner entführt. Ja. Damit habe ich noch mehr Effizienz. Und ja. Ich glaube 53. 59. 59. Ich glaube 107. Das wäre richtig Hammer. Organ. Seltenheit. Und damit geht's dann in die neue Runde. Ja. Also. Sobald. Ja, mit 107 Schaden ist auch ein Killspeed. Extra Klasse. Ja, erstmal durch das Licht, dann noch durch die Hörner. Wenn die Blitze jemanden töten, gibt es nochmal 107 Schaden. Yo. Wichtig, dass das Organe, die Boxer noch richtig machen können. Oh. Noch mehr verbessern und helfen, noch mehr Schaden zu machen, um halt die Effizienz noch weiter zu steigern. Kräftiger zu machen. Nee, Schrödinger. Nehme ich den Horn des Drachen. Okay. 73. Horn des Dämons. Yo, 163. Ne, dann ist der danach das absolute Top, ey. Ja. Organ Seltenheit. Sammelreichweite. Sammelreichweite mache ich immer. Yo. Also. Mit den Hörnern des Drachen. Ist ja nicht. Alter. Damit ist ja gar nicht zu spaßen. Alter, was machen die denn für Schaden? Und was ist das denn? Ja, ich sehe das Organ. Aber da hinten kommt Surfer das Auge. Okay. Aber das Auge muss ja auch sehr viel Sachen noch wieder verwerten. Ich darf ja nur einen gehört haben. Das wird noch lustig.
sehr. Schaden 1. Okay, 2,7. Okay, der Effekt hält länger an. Und das ist halt auch das Wichtigere. Je länger der Effekt anhält, desto mehr Schaden wird rausgehauen. So. Damit habe ich jetzt den Sammelradius auf maximal 5 erhöht. Und ja. So. Ja, da war die Lücke zu klein. Yo, man sieht nur noch. Man hört nur noch Damage, man sieht nur noch Damage. Sobald das Organ kritisch trifft, 6 unendlich stapelbar. Okay. Jetzt geht's ans so langsam mal an die. Okay, da kann ich nämlich die Flügel dranhängen. So, da kann ich an den Damen die Flügel wenigstens dranhängen, danke. Die schlechten Sachen werden jetzt eliminiert. Das heißt auch der Darm, das Ding, das wird eliminiert, das wird eliminiert, das wollte ich ja nutzen. Die Koralle wird eliminiert, der wird eliminiert. Ja, du wirst eliminiert. Du wirst eliminiert. Du bist eliminiert. Ich pack dich irgendwie weg. So. Du wirst noch recycelt und du bleibst.
1200, okay. Basisschaden zweimal rein. Organ Seltenheit und einmal Organ Vorkommen. Also 1600, du Welpe. Jetzt kein Killspeed, dann ist man tot. Komm bitte. Weiter. Aber verdammt, ich muss die Challenge ja schaffen. Erhalte für jede Sekunde übrige 15 am Ende einer Welle verknüpfte Organ haben minus 40 Effizienz. Nee. Haben Dauer minus 50%. Zusätzliche Ladung, Gliedmassen treffen immer kritisch. Minus 30% zum Basisschaden. Die habe ich ja schon gehabt. Hier ist also das Verbunden erhöht die Effizienz und dein Gehirn ist deaktiviert, es sei denn, die Anzahl der Einzel übersteigt die Anzahl deiner Gehirn. Okay, das muss ich mal ausprobieren auf Stufe 2. Okay, es setzt Gift frei. Okay, setzt sofort Gift frei. Also Boden. Ah, der hat schon zwei Organe. Frequenz mit Gift. Alles klar. Aber sehen in Welle 2 mit nur einem Gehirn. Das wird noch ein Spaß. Das ist besser. Aktivierung, das. Ja, Aktivierung, das. Das ist schon mal super. Ja, also es funktioniert. Aber nicht die Aktivierung für den Boomerang. Okay. So.
Drache, Organ, Aura. Sammelbereich auf 5. Wenigstens das erstmal habe. Von dort, dass ich wenigstens
auch das gehen kann, ich seltenere Organe kriege und eventuell dann hier auch noch welche finde. Und je seltener sie sind, desto stärker sind sie, umso stärker sind sie, umso mehr Killspeed, umso mehr Save, umso die Chance noch mehr höhere. Alles im Kreis noch zu halten. Später nutzen, das macht 10. Okay, das ist mit einem Schwert besser, mit einem Schaden. Zusätzliches Leben, zusätzliches Tempo. Und Organseltenheit. Das ist immer noch das Wichtigste. So. Ja. So. Na. Ja, da oben liegt schon was. Oh, Auge. Aber das ist jetzt, das kann in Zähne gewandelt werden. Dann kann ich das wenigstens so machen. 6, nee, das ist schon besser mit 10. Und Organfundrate, das ist erstmal so immer wieder das Wichtigste. So. Genau, bei Treffern immer wieder Schaden und noch mehr Schaden. Aber das ist schon. Muss noch mal aufs Tempo gehen. Das wieder zu viel.
habe ich das Problem, ich habe kein Killspeed. Oh, das ist nicht gerade eine einfache Challenge. Ich habe ja nur Stufe 2 ausgewählt. Ich könnte ja noch ein bisschen niedriger gehen. Aber dann ist ja. Dann ist zwar so leicht das Problem, aber nicht die Ursache. Das ist es ja. Nee. Nee. Oh. Wenn das. Oh, wenn man von Flügeln beeinflusst wird. Alter, wenn der Statuseffekte. Oh Mann. Boxer, ja. Boxer auf 2. Oh, Gott sei Dank. Boxer auf 2 ist schon heftig. Oh. Und wenn der noch eine Berührung macht, wird der ausgeführt. Oh, sind wenigstens ein bisschen Projektile mit drin. Aber es wird ja auch immer wieder Organseltenheit, Organfundrate von mir ja alles erhöht. Ja. Das ist noch kein Killspeed, verdammt. Nee, es tötet schon zwar viel, aber nicht schnell genug. Nee, da ist noch zu viel Gegnermassen. Und die dürfen in der nächsten Runde gar nicht sein. Ah, das heißt Organe umwandeln. Und hoffen, dass ich dann gute Organe bekomme. Das ist kein Killspeed. Das ist gar nicht. Das ist wirklich rein gar nichts. So. So, ne, das war wirklich. Ja, klar. Erzeugt. Nee. 145. Nee. Koralle. Organ des Boxers. Wenigstens hier nochmal eine Verbesserung. Du weg. 400. Nein. Oh doch, du hast. Oh, du bist sogar beim 3. Okay. Bei 3 Sekunden. Aber nee. Entschuldigung. Ja. Okay.
ist gemein. In Kombination mit dem und dem. So, genau, Statuseffekten, genau. So, durch den Blitz werden sie vergiftet. Ich glaube, das muss ein physischer Angriff sein. Dann mache ich das anders. Dann mache ich das so, genau. Dann 89. Ja, der ist stärker. Aber dafür habe ich dann Schrödinger mit drin. Bei Berührung. Ja, ich hoffe, so geht's. Weil ansonsten habe ich ein ganz großes Problem. Ja, mit Spinnennetz. Und das ist dann schon eine Möglichkeit, richtig Damage zu machen. Ja. Das ist ja das Gute. Ja, vielleicht Killspeed. Aber ja, der reicht nicht aus. Und er ist tot. Verdammt. Oh. Okay. Ach. Nach knapp anderthalb Stunden werde ich erstmal den Stream hier von Bioprototyp beenden. Falls ihr es auf YouTube seht, ganz gerne Tipps und Tricks in die Kommentare. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst ruhig auch ein Like da und falls ihr, ja, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ruhig auch abonnieren. Ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.